In diesem Video geht es um die Revolutionen in Russland 1917, aber auch um andere Revolutionen. Also im 20. Jahrhundert gab es in Russland 4 verschiedene Revolutionen und davon möchte ich euch berichten. Deswegen auch der Kringel um Revolutionen, es waren mehrere. Natürlich ist unser Hauptthema die Revolution 1917, eigentlich die Oktoberrevolution. Ohne diese Revolution wäre praktisch der Sieg der Deutschen an der Ostfront im Ersten Weltkrieg nicht möglich gewesen. Aber fangen wir mal an mit der Februarrevolution 1917. Die hatte allerdings noch einen Vorläufer, die Februarrevolution 1917. Es gab noch eine vorher, und zwar war die 1905. Den russischen Bauern und Arbeitern, 90% der Bevölkerung, ging es unter dem Zar in Russland sehr schlecht. Der Zar ist der russische Kaiser. Viele Bauern lebten in kleinen und alten Holzhütten. Auf 25 Quadratmetern lebte eine ganze Familie mit 8 Personen, während das Proletariat, also Bauern und Arbeiter, immer ärmer wurde die Oberschicht immer reicher und lebte im Luxus. Die russische Bevölkerung, also 90%, wurde immer unzufriedener. Demonstrationen und offene Meinungsäußerungen des Proletariats wurden 1905 vom Militär des Zaren blutig niedergeschlagen. Also 1905 waren die ersten Demonstrationen in Russland gegen den Zaren, weil es den Leuten einfach wahnsinnig schlecht ging. Also 90% der Bevölkerung. Hier seht ihr die Unruhen in St. Petersburg im Januar 1905. Da seht ihr den Palast, dass der abgesperrt wurde durch das Militär. Und ihr müsst euch folgende Begriffe merken, nämlich Proletariat. Das heißt Bauern und Arbeiter, also arme Leute, die immer ärmer wurden. Und die Oberschicht, das war praktisch der Zar mit seiner ganzen Großfamilie und der ganze Adel. Also hier seht ihr den Zar Nikolaus II. Mit seiner Frau und Gefolgschaften und Familie. Die gehörten zur Oberschicht, also die Megareichen. Und die erste Demonstration in Russland gegen den Zaren, die waren 1905. Und die wurden, der Zar hatte praktisch das Militär, das war dem Zaren hörig, dem Militär gesagt, ihr schlagt diese Demonstration nieder, ich will an der Macht bleiben. Hier seht ihr die berittenen Militärs und hier den Palast. Im Ersten Weltkrieg wurden russische Soldaten ohne Rücksicht in den Krieg geschickt, obwohl die Mittelmächte technisch überlegen waren. Die Soldaten wurden kriegsmüde. 1.700.000 russische Soldaten starben im Ersten Weltkrieg. Im Februar 1917 brach die Versorgung der Bevölkerung total zusammen. Die Menschen hatten nichts mehr zu essen. Tausende von hungernden und frierenden Menschen demonstrierten in den Straßen und forderten Friede, Brot und Land. Die Soldaten sollten wieder die Aufstände zerschlagen. Aber diesmal schlossen sich die Soldaten den Aufständischen an und kämpften mit ihnen und nicht gegen sie. Der Zar musste deshalb abdanken. Eine Übergangsregierung mit einer Duma, einem Parlament, wurde gegründet. Jetzt geht es wirklich um die Demonstration 1917, die Februar-Demonstrationen. Hier seht ihr die Demonstranten in Petrograd, dem heutigen St. Petersburg. Das waren hauptsächlich Frauen, die gegen die Regierung oder gegen den Zaren demonstriert hatten, und viele Fabrikarbeiter hatten sich auch angeschlossen. Ein Grund war also auch, Soldaten waren gefallen, Millionen von Soldaten, sie waren kriegsmüde und die Versorgung der Bevölkerung brach total zusammen. Und zwar noch schlimmer als bei uns im Deutschen Reich, in dem damaligen Deutschen Reich. Also die Leute hatten wirklich nichts mehr zu essen. Deswegen gingen sie auf die Straße und demonstrierten eigentlich so ähnlich wie bei uns im Hungerwinter 1617. Aber diesmal hatten sich die Soldaten dem Zaren widersetzt, also das Militär, und haben gesagt, nee, also dir helfen wir nicht mehr.
Und wenn der Zar keine Unterstützung vom Militär hat, muss er abdanken. Und es bildete sich eine Übergangsregierung mit einer Duma, so heißt das russische Parlament. Und diese Übergangsregierung wollte eigentlich eine freie Republik. Gut, und hier seht ihr die Verbrennung zaristischer Symbole, also alles, was mit dem Zaren zu tun hat, was auf den Zaren hindeutete, irgendwelche Statuen, irgendwelche, also verschiedene Dinge, die auf den Scheiterhaufen gebracht worden sind. Die Leute hatten wirklich die Nase voll. Gut, hier seht ihr den Zaren Nikolaus II. In seinem prächtigen Palais. Er hatte die Bevölkerung wirklich sehr, sehr ausbluten lassen. Und der musste abdanken, das heißt, er konnte nicht mehr regieren, er musste die Macht abgeben. Also das war das Ende einer 300-jährigen Dynastie der Romanows, so hieß die Familie dieser Zaren in Russland. Das war das Ende. Und hier seht ihr ein Foto von der Übergangsregierung, von den Ministern dieser provisorischen Regierung. Die kamen aus dem bürgerlichen Lager und wollten sowas wie eine freie Republik. Also das war 1917 nach der Revolution, nach der zweiten Revolution in Russland und der ersten erfolgreichen Revolution in Russland. Nach der Revolution im Februar 1917 kam eine Revolution im Oktober 1917, die Oktoberrevolution in Russland. Lenin war ein Politiker, der schon lange gegen den Zaren im Untergrund gekämpft hatte. Er hatte die Sozialdemokratische Arbeiterpartei gegründet, genannt Bolschewiki. Die waren sehr radikal und er musste oft wegen seiner politischen Arbeit aus Russland fliehen. Also er kämpfte gegen den Zaren. Lenin musste oft fliehen, weil er in sibirischen Gefangenenlagern war und letztendlich floh er in die Schweiz. Als es 1917 war, war er in der Schweiz. Und die deutsche Regierung wusste, dass Lenin in der Schweiz ist, und wollte ihn einsetzen, um in Russland Unruhe zu stiften, um dann, das war die Spekulation, eventuell den Krieg gewinnen zu können gegen Russland, weil bei Unruhen ist die russische Armee nicht stark. Okay, also er gründet die Bolschewiki. Im April 1917 kehrte Lenin wieder nach Russland zurück. Er und seine Partei hatten viele Anhänger in Russland. Im Oktober 1917 übernahmen Lenin und seine Anhänger gewaltsam die Regierungsmacht. Aus dem Zarenreich Russland wurde nun der erste sozialistische Staat, die Sowjetunion. Also letztendlich, es war kein Zarenreich mehr, weil es gab ja diese Übergangsregierung, die ja eigentlich eine Republik wollte. Und das wollte Lenin auf keinen Fall. Hier sieht man ihn in der Menge stehen. Und er spricht die Arbeiter und Bauern an und zettelt eine zweite Revolution gegen diese Übergangsregierung an. Also der Plan von den Deutschen, vom Deutschen Reich ist aufgegangen, den Lenin heimlich nach Russland wieder zu bringen, um da eine Revolution anzuzetteln und die russischen Gegner zu schwächen. Und Lenin, wie schon gesagt, gründete die Sowjetunion. Hier seht ihr die Duma, da sind die Soldatenräte versammelt in dieser Duma, ein riesengroßes Gebäude, also praktisch das Parlament Russlands. Und da wird jetzt die Sowjetunion gegründet. Lenin hatte letztendlich Russland auch nichts Gutes gebracht, anfangs vielleicht schon, aber dann mutierte oder veränderte sich dieses System in eine Terrorherrschaft. Lenin benannte seine Partei in Kommunistische Partei Russlands um. Die Kommunistische Partei Russlands war eine Terrorherrschaft. Es gab keine Pressefreiheit, das heißt, Zeitungen durften nicht frei berichten, es wurde zensiert, es wurde gesagt, das darfst du schreiben, das darfst du nicht schreiben. Und natürlich musste die Zeitung für Lenin schreiben und für die Kommunistische Partei.
Das heißt, die Leute wurden nicht ordentlich informiert in Russland. Dann gab es ein Parteienverbot. Es gab immer mehr Stimmen auch gegen die Kommunistische Partei Russlands. Also hat diese Partei einfach die anderen Parteien abgeschafft, damit es keine Gegner mehr gibt. Dann gab es ein Religionsverbot gegen die Kirchen, gegen diese orthodoxen Kirchen. Denen wurden die Gelder entzogen. Die durften einfach die Religion nicht mehr ausüben. Weil die Kirchen waren auch starke Gegner Lenins. Und ihr seht hier schon auf diesem Plakat von 1920, was da abgeht. Also Gegner werden massakriert, die werden hingerichtet, die werden vernichtet. Das soll dieses sowjetische Propagandaplakat von 1920 auch ausdrücken. Dann wurden politische Gegner verfolgt und die Bevölkerung eingeschüchtert durch die Geheimpolizei. Also Lenin gründete eine Geheimpolizei, die eigentlich bis zum Schluss bestanden hat und dann irgendwann in KGB umgetauft wurde. Gut, hier nochmal das sowjetische Propagandaplakat von 1920. Da seht ihr eigentlich auch schon, wie die Herrschaft Lenins und die weitere Herrschaft auch war in Russland. Der Geheimdienst hieß Tscheka. Und hier sieht man die Methoden der Tscheka in Petrograd, also in den Kellern des Geheimdienstes, wurde gefoltert und gemordet und politische Gegner einfach ausgeschaltet. Die Bevölkerung wurde stillgehalten und durfte nichts mehr sagen. Und hier sieht man die Leichen des Roten Terrors in einem Winter 1918. Also Die rote Terrorherrschaft, praktisch die Kommunistische Partei Russlands, hat brutal durchgegriffen. Viele Leute wurden auch in ein Gefangenenlager, in ein Arbeitslager geschickt, wo sie sich im Grunde genommen zu Tode arbeiten mussten. Das waren eben auch viele politische Gegner Lenins. Also es war rundum eine Terrorherrschaft, ganz anders als ursprünglich propagiert. Und das ist wichtig zu wissen. Und diese Terrorherrschaft hat wirklich Russland viele, viele, viele Jahre bestimmt. Hier seht ihr ein Foto von den Bolschewiki. Die sind bis unter die Zähne bewaffnet und üben einfach Macht durch Gewalt aus. Nicht durch kluge Politik, sondern durch Gewalt. Auch die ehemalige Zarenfamilie wurde nicht verschont. Der ehemalige Zar Nikolaus II. Wurde samt Familie im Sommer 1918 von den Bolschewiki, die seht ihr oben nochmal, ermordet. Unten auf dem Bild seht ihr die Zarenfamilie. Der Lenin hat diese Zarenfamilie ermorden lassen, weil er Angst hatte, dass der Zar mit seinen Anhängern, der hatte natürlich immer auch noch Anhänger, ihm gefährlich werden könnte in seiner Macht. Es ging um eine Machtfrage. Und so ließ er den Zaren kurzerhand ermorden. Hier seht ihr die Keller, den Kellerraum, in dem die Zarenfamilie und das Gefolge ermordet wurde. Die Schäden an der Wand entstammen der Suche nach Beweisen. Die Sowjetunion bestand bis zum Jahr 1991. Hier seht ihr nochmal die Flaggen, die alten und die neuen Flaggen. Also das ist die Flagge vom russischen Zarenreich noch unter dem Kaiser, unter dem Zaren Nikolaus II. Hier seht ihr die Flagge der russischen Republik, also eigentlich einer freiheitlichen Regierungsordnung, die dann durch Lenin, also dieser Übergangsregierung, die durch Lenin zerschlagen wurde. Das hier ist die Flagge von Lenins Regime und das ist die Flagge, die bis 1991 dann die Sowjetunion symbolisierte. Also 1991 gab es dann die vierte Revolution, die zum Ende der Sowjetunion führte. Und die Sowjetunion war ein riesiges Reich und das ist 1991 eben auch zerfallen. Also die Flaggen sehen folgendermaßen aus, also die Flagge des russischen Zarenreiches gibt es nicht mehr. Dann gab es eine Zeit lang die Flagge der russischen Republik nicht mehr, nachdem der Lenin den Umsturz gemacht hatte. Dann
gab es die Flagge vom Lenin nicht mehr und auch die von der Sowjetunion nicht mehr. Was jetzt aktuell ist und was wirklich die Flagge von Russland ist, von der Russischen Föderation, das ist wieder die Flagge der Russischen Republik. Das ist ganz spannend, oder? Dies ist die aktuelle Flagge von Russland. Also nicht die Flagge der Russischen Republik, sondern diese Flagge, das ist die heutige russische Flagge, aber eben nur von Russland und nicht von dem Riesenreich der Sowjetunion. Und diese Flagge gibt es seit 1993. Soweit, also Lenin und seine kommunistische Partei, die haben sich sehr, sehr lange gehalten, bis eben 1991 in Veränderungen natürlich, und haben diesem riesigen Reich nicht nur Gutes getan.